Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute beginnt die zweite Folge. Hier möchte ich auch nochmal erwähnen, je nachdem, wer gerade neu zuschaltet oder auch nicht. Es handelt sich heute um die zweite Folge von zwei Folgen Radioaufnahme, also eine Radioedition, wo nur Ton existiert in dem Video, obwohl es ein bisschen absurd klingt, aber mir ist das Gameplay-Material leider abhanden gekommen und es ließ sich nicht reparieren. Übrigens meinte ich 15 Uhr mit 3 Uhr gestern. Ja, und jetzt kommt heute die zweite Folge. Ich hoffe, ihr könnt es noch verschmerzen und ich bin noch gerade daran am Arbeiten, neue Folgen zu produzieren. In diesem Sinne, viel Spaß. Ciao mit Epsilon. Epsilon, ja. Ja, das ist sehr spannend, das Abwarten und das Tee trinken, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. So. Ich hoffe, bis dahin ist der andere Dodo dann nicht despawned. Fände ich nämlich jetzt blöd. Wenn man schon einmal erlegt haben, können wir auch noch mal ein bisschen von ihm abernten. Das klingt ein bisschen so wie Menschenfarmen, aber so ist das jetzt gar nicht gemeint. Achso. Sieht ganz gut aus. Und. Machen wir uns hier einen kleinen Dino-Zoo. So, ich nenne ihn. Ich weiß den Namen jetzt nicht richtig, aber. Warte. Doro. Wobei, ist ja eine Frau, oder? Dann nennen wir es einfach Dora Flamingo. Dora Flaminga. Ist doch ein Female. Ja, okay. Gut, dann bringen wir uns unser kleines, neues, getämtes Tierchen. Yay, wie es an Grand kommt. Guck mal. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Will man mich jetzt verarschen? Sobald man ein Tier getämt hat, taucht plötzlich so eine Echse auf wieder, oder was? So. Access. Neutral. Und follow. Okay. Okay, komm mit. Da-da-dip-du. Und diesmal hoffe ich, dass keine Echse in der Nähe ist, weil das wäre scheiße. Ich habe nämlich gerade schon wieder so eine komische Echse gehört, nachdem wir den getamed haben. Ich sollte ein bisschen warten auf unseren kleinen Stolperinchen, unseren kleinen Freund des stolzen Trabganges. Ist ja fast wie so ein Dackel. In Form eines Vogels. Nicht eines Flugzeugs, nein, eines Vogels. So. So, oh, ich sollte nicht so weit vorlaufen. Nachher kommt so ein T-Rex von hinten und so schnappt sich unseren kleinen Freund und zerberstet ihn in 1000 Stückchen Fleisch. Sozusagen in 100 Millionen Stücken Chicken McNuggets, nur halt nicht wirklich. Und paniert. Jetzt komm doch her, unser kleines Stolperinchen kommt da an. Da, Dora Flamingo. Dora Flamingo. Dora Flaminga. Ich könnte ja, ich hätte sie auch Dora Flaminguani nennen können, aber der Name wäre ein bisschen lang gewesen. Dora Flamingani. Ach, du bist aber auch sehr schnell. Und das Schöne bei den Tierchen sind, ist, die können auch aufleveln. So, es freut mich. Ah, doch, bei ihm noch ein bisschen, aber bei ihr, ich darf das ja nicht sagen, ihm. Wow, und plötzlich hört das komische Regengeräusch auf, keine Ahnung. Ich hoffe, unser großer Hinterhof-Dino ist jetzt nicht dabei, ihn gleich platt zu trampeln. Na, komm her. Na, kommst du durch den Stein? Ja, hast du schön gemacht. Schön durch den Stein gegangen. Habe ich ihm beigebracht.
Okay. Jetzt komm mal her, komm mal her. Dann bringen wir ihn nämlich ins Häuschen rein, da ist er nämlich sicher. Gut, trampeln mir durchs Beet, ist auch okay. So. Wow. Ich sehe schon, wie er sich gleich mit der Pobacke zu uns dreht und sagt: Hier, LMA, ne? kommst du rein? Hallo? Können die nicht hier rein? Ach so, könnten die, wenn sie wollen. Aha. Kommst du jetzt rein? Kommst du jetzt hier rein? Kommst du jetzt hier rein? Ich kann dich auch mal reinschieben. Geht das? Minecraft geht das. Und. Okay, du bist nicht wie bei Minecraft, du. Nee, krieg den nicht mal reingeschoben. Ey, was ist das dann? So, jetzt folgt mir mal. Hahaha. toll. Können die keine Schrägen raufgehen? Ah, oh, schade. Okay, dann muss ich mir separat noch was bauen. Was auch ein bisschen blöd ist gerade, weil die können ja keine Schrägen gehen und ich muss ja für irgendwas auch ein Fundament haben. Ah, das ist doof. Hast du eine Idee da, Großer? Wahrscheinlich nicht. Weg damit. Erstmal vor Frust hier den Spoiled Meat. Das liegt bestimmt daran. Spoiled Meat wegpacken. So. Kommst du mal mit? Ja, Watschel, Watschelfeder, Plättchen, Plätscherfeder. Wisst ihr was? Ich will den doch lieber hier haben. Komm, komm mal hier. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Komm. Gleich rennt er wieder. Stolper. So. Jetzt bleib mal bitte hier. Disable Falling. So. Er bewacht jetzt die Wasserzufuhr. Finde ich ganz gut. Machst du bisher ganz toll, mein Kleiner. Dora Flamingo. Machst du ganz toll. So, haben wir unser erstes Tierchen getamed. Und ich habe Zeug dabei, noch keine Ahnung. Was mache ich mit dem Fleisch? Es verdirbt mir zugleich. Ich pack das halt dann hier mit rein, weil ich das kann. Oh Mann. So. Wow, hast aber. Huiuiui, hat aber großes Säufchen gemacht hier. Gute Arbeit gemacht. So, wie sieht's damit aus? Bären hat sie noch ein bisschen. Habe ich noch was, was ich dir geben kann? Gerade nicht. Nee, blöd. Okay. Okay. Ich packe nur die restlichen Seeds, die ich jetzt ja schon zeitlich wieder eingesammelt habe, hier rein. So und so. Das war ein bisschen zu weit. So. Und ja. Ich habe gar keine Bären für die. Ha! Das ist ja unerhört. Ich muss mal kurz auf Futterjagd für dich gehen, weil ich habe gerade nichts. Okay. So, krabbeln wir uns wieder die Finger wund, Finger wund, Finger wund. Ah, Gott. So. Ups, so. Und hier noch ein Pflänzchen und hier noch ein bisschen mehr. Jetzt kriegt man gar nicht mehr so viel. Beeren dafür, mehr Feihimbeer. So. Aber dafür hat man ja nachher die Seeds, die man hat. Zum Pflanzen in die kleinen Gärtchen. Ich sehe es doch da vorne schon. Na gut, er ist vorbeigezogen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange. Ich weiß es nicht. Ach ja, Pflänzchen krabbeln leicht gemacht, das wäre noch eine Idee. Aber vielleicht später in einem
Levelverlauf kriegen wir ja noch irgendein mögliches Zeug, womit man das Ganze hier bauen kann, abbauen kann. Als nur mit der E-Taste drauf zu hämmern. Was natürlich auch so seine Zeit kostet. Und übrigens habe ich in der Zwischenzeit gesehen, wir sind gar nicht Level 14, wir sind Level 13 erst. Also noch weit von 15 entfernt. Ach, unser Riesenbrachiosaurus Rex, ach, wie schön. Und der Mond übrigens, das ist der Mond, ja. Ich fände es cool, wenn der mal die kleine Ex hier platt machen würde, dann müsste ich das nicht machen. Und ich wäre natürlich, wenn die kleine Echse den Riesen hier platt kriegen würde, weil, ganz bös getroffen. Achilles wäre so ultrasensibel oder so. So. Hier ein bisschen krabbeln, da ein bisschen krabbeln, dort ein wenig krabbeln und nicht so verzabbeln. Ah, jetzt sammle ich eigentlich nur Bären für unseren kleinen Piepmatz da ein. Für unserer Dora Flamingo. Schwubbidi-wupp, die Schwubbidi-wupp, die Schwubbidi-wupp, die Boom, Schwubbidi-wupp, die Boom. Und übrigens, wer sich fragt, warum ich den Namen gewählt habe, das hatte einerseits den Namen, weil es halt Flamingo-ähnlich aussieht, und zum anderen, wir sind hier auf einer Insel, stellen wir uns vor, ist es sehr viel Wasser, wir sind zum Überstrand gewählt. Ich kenne das Lied gar nicht mehr. Wir sind der Legende auf der Spur. Passt das ein bisschen zu One Piece. Wir sind hier zwar keine Piraten, aber man könnte es auch so ein bisschen sehen als gestrandeter Pirat. So. Gleich haben wir keine Pflanzen mehr, weil ich die alle kaputt gegrabbelt habe. Wie ein alter Gärtner. Ja gut, oder ein junger Gärtner. Ich weiß ja nicht, wie alt wir eigentlich sind. Ich weiß, wie alt ich bin, aber ich weiß nicht, wie alt unser Protagonist hier ist. So, krabbel, 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 krabbel. So, direkt mal zurücklaufen und unserem kleinen, fröhlichen Doro Flamingo, Dora Flaminga, unserer kleinen Dora, ein wenig Futter zukommen lassen, sonst sterben die nämlich. So, ach, hast gar nicht so viel gegessen, ist aber nicht schlimm, hier kriegst du noch ein bisschen mehr, hast es dir verdient. So, den Rest habe ich jetzt echt nur im Inventar. Okay, kriegst noch die Hälfte hiervon. Warte, war das mit Shift? Oh, ich hoffe. Ja, war mit Shift. Okay. Viel Vergnügen. Und falls du Durst hast, hier vorne kannst du trinken. Ich bin dann mal kurz weg. Man sieht sich, ne? Pass gut auf dich auf. Ich bleib ja nicht für ewig weg. Ich komme ja wieder. So. Denn ich möchte noch weiter. Ich will weitermachen. Wir sind gerade so gut dabei. Haben den halben Wald hier schon mal gerodet, weil jetzt kann man sich das nochmal angucken. Man kennt hier Wald, Busch und so. Und da Lichtung. Eine Lichtung. Weil die Bäume waren mal bis kurz hinter unserem Haus. Also, ne, wir haben schon auf jeden Fall was abgeholzt. Ja, so. Ach ja, da überschlage ich gerade mal die Beine aus Bequemlichkeit. Mal strecken nebenbei. Weil man sitzt ja doch ein bisschen bequemer und dann neigt man sich immer weiter nach vorne mit dem Oberkörper und ist dann so ein halbes Fragezeichen. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch nochmal aufrichten. So. Ich hätte nämlich gerne nochmal so ein Parasaurus, aber die tauchen hier irgendwie sehr sporadisch auf gerade. Ich finde keinen Parasaurus. Ich finde keinen Parasaurus, Parasaurus, Parasaurus. Ich finde keinen Parasaurus hier im Land. Hier ist er nicht, da ist er nicht, dort ist er nicht. Weißt du, was mich gerade hier im Stich lässt? Ja, ein Parasaurus. Das passt zwar jetzt nicht, ist mir aber scheißegal. Das ist ein Stegosaurus und der ist so wunderbar. Achso, ich bin tired. Okay. Ei, ei, ei.
Aber das Spiel wird übrigens auch immer besser. Weil jetzt kann man auch ein bisschen länger rennen, ohne dass man direkt sofort durstig wird. Haben wir da vorne wieder so ein... Ja, da haben wir wieder so ein Tapir-ähnliches Ding. Könnten wir uns auch tamen eigentlich. Okay. Susama, lass mich kurz, bitte dreht mich nicht kaputt. Töte mich nicht, bitte, großer Wechsel. Branko, Branko, Bronto. Ja, stimmt, ein Brontosaurus-Burger. Yay, yeah, baby, Wibben, hibben, hobben. Wow. Wow. Large. Ich hab's nicht eingesammelt, aber krass. Heilige Mutter. Heiliges Mütterle. Sag mal, großes Kackehäufchen. So. Alter, die mag ich da vorne. Die mit den... Oh, die hatte ich früher immer. Ich muss mal kurz gucken. Auch wenn noch nicht ein Dreck... Die hier meine ich übrigens. Die mag ich. Aber wir sind jetzt auf der Jagd. So, mein Freund. Po-Backen klatschen. Achso, ups. Nicht so viel schlagen. Ich wollte es eigentlich tamen. So. Oh, vor Freude kann ich mir erstmal eine Wurst in die Hose. So, kann man die mit dem... Ah, kriegt man die Damen? Was war das gerade für ein Geräusch? I drop it like it's hot. Ich hoffe, du bist das, mein Freund. Oh ja, das kann dauern. Wow, du bist aber gar nicht laut. Okay. Female, Fimona, Uncisius, Concius. Okay. Unconcision. So. Ich weiß nicht mal, ob er ein Fleischfresser ist. Ob ich mir da jetzt mit vergraule? Zumindest kann ich die Zeit gerade verlängern. Auch wenn ich nicht so viele Narkobären gerade habe. Oh ja, auf jeden Fall ist er hier sehr gut dabei. 200 könnte er tragen, cool. Es dauert, aber... Die Nacht ist eher reingebrochen. Es dauert. In der Zwischenzeit strecke ich mich nochmal. Und... überlege gerade, ob ich irgendwas zu erzählen habe, was ich natürlich habe. Aber ich überlege, ob das hier reinpasst. Ja, in der Zwischenzeit wollte ich eigentlich mal... kann ich mal kurz vom Thema abweichen. Wollte ich ein Video ja machen hier für... Gedön, ne? Ich habe 2 aufgenommen, irgendwie bin ich unzufrieden. Apropos Unzufriedenheit. Ich greife einfach mal das Thema auf. Manchmal ist es schwierig, irgendwas zu machen, wenn man so perfektionistisch ist. Eigentlich war es ganz okay, aber irgendwie war ich dann doch sehr unzufrieden mit dem Video. Hab's dann nie raufgeladen jetzt, in den letzten Tagen. Oder die Videos waren ja jetzt mittlerweile schon 2. Weil für ihn können wir nämlich auch einen Sattel machen. Den kann ich zwar nur nicht bauen, aber wenn wir aufsteigen, kann ich das machen, weil wir sind ja dann erst Level 14, ab Level 15 schalten wir erst die nächsten Sachen frei. Und in der Zwischenzeit, ach ja, ist auch eine Sie. Oh, ist eine Sie, aber die Brüste gefielen mir nicht so schön. Aber ihr Gesicht, es war so einprägsam. Hässlich. Nein. Ja. Ja, das Taming geht ja ziemlich gut voran. Und, ja, was kann man noch machen? Ich weiß mal noch nicht, wie man das beschleunigt. Ich weiß nur, dass man das Taming sozusagen verlängern kann. Das ist alles. So. So. Wie sieht's bisher aus? Use Item. Ah, Narkobeere. Können wir das Ganze nochmal verlängern? Verlängern wir nochmal. Und verlängern wir nochmal. Ich hoffe, das klappt.
Es strahlt auf uns. Wie der Stern zu Bethlehem. Hat das was zu bedeuten? Ich würde fast schon sagen, ja. Yeah. So, Effizienz des Tamings liegt bei 54%, 57%. Hä? Wieso sinkt das? Übrigens fällt mir gerade auf, auch dass das Menü hier total rumwabbelt. Fällt mir gerade mal so auf. Cooler Effekt. Oh, mir gehen die Bären gerade aus. Dann habe ich nur armer Bären. Ich hoffe, die mag er auch. Ich hoffe es, zumindest. Okay, sieht gerade nicht sehr gut aus. So, News Item. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt getamed. Wir sind ja noch nicht mal bei 50%, mir gehen schon die Bären aus. Eieiei. Meine Güte, Brontosaurus ist jetzt gut. Boah, Hilfe. Kannst du nicht mal deinen Nachtspaziergang irgendwo anders machen? Irgendwie da ein paar Meter weiter von. Ja gut, vielleicht bei deiner Größe ein paar Meter weiter von. So 100 Meter vielleicht. Ach Gott. Oh nein, ich sehe da... Ach Gott. Ach. Ups, falsche Taste. Ich muss mal wieder gucken. Man muss ja hier halb über die halbe... Aha. Über die ganze Tastatur greifen. Tapor. Torpor. Kann man... Das sieht gerade lustig aus. Kann man auch getamed werden? Nee, ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Sieht aber gerade echt nicht gut aus. Ich habe zu wenig Sachen dabei. Scheißen Dreck. Ich habe noch Stimberries. Ah, vielleicht mag er die. Oh, nee, Stimberries mag er gar nicht. Scheiße, Stimberries war eine ganz tolle Idee. Scheiße. Ich hoffe, das war jetzt kein negativer Effekt von unser Taming. Okay, auf jeden Fall brauchen wir Narkobären. Scheiße, jetzt habe ich dem Dodo angegeben. Verdammt. Aber unsere Dora hat es auch verdient. Die Kleine, aber die hier hätte er auch verdient. Weil mit ihm könnte man mehr tragen. Und er wäre auch ein Nutztier. Dora ist so... Sie ist hübsch anzusehen mit ihrem... rosa Kleidchen aus Fell und Federn. Wobei mehr Federn sind als Fell, weil Vögel haben kein Fell. Fell, das fehlt ihnen halt. Man kann ihm das geben, aber das hat keine Auswirkung. Wow, ist das... Okay, jetzt ist es arschdunkel. Okay. Aber bisher geht das mit dem Taming ganz gut voran. Auch wenn es dauert, es ist es wert. Es ist auf jeden Fall es wert. Manchmal muss man Sachen wirklich geduldig absitzen, auch wenn das jetzt für ein LP ziemlich lange dauert. Aber ich werde die Folge dementsprechend wahrscheinlich auch schneiden. Ay, Karambasan, es dauert wirklich lang. Und dann nebenbei schnabuliere ich mal kurz einen kleinen Keks. So, und dann bin ich auch wieder. Eieieiei.
Was ich aber irritierend finde, dieses Kreuzchen, das Kreuzchen, was man bei ihm ja sieht, ist ja auch nur noch so halb voll. Das steht ja eigentlich, soweit ich verstanden habe, auch für das Leben und die Lebensanzeige. Allerdings, wenn ich auf sein Bild hier sehe, ist er schon, hat fast noch voll, ach so, Food. Alter, wie viel braucht er zu essen? Ja, was ich sagen wollte, war was ganz anderes. Hust. Gut, dann packe ich die Stimberries. Stimberries packe ich wieder raus. Jetzt wird's zäh. Weil jetzt gibt's nichts mehr zu essen, jetzt gibt's nur noch Narkobären. Und ich befürchte, jetzt sinkt das extrem runter. So, nochmal ein bisschen raufgeschraubt. Oh, verdammt hat. Ach nee, jetzt sinkt der Taming. Oh nein. Oh nein, es sah so gut aus. Wir waren doch schon so weit und jetzt sinkt das, weil er nichts zu essen hat. Oh nein, ach nö, jetzt sag bitte nicht. Oh nein, jetzt war die ganze Mühe umsonst. Ja, jetzt war die ganze Mühe umsonst, weil ich nicht genug Bären habe. Alter, wie viele Tonnen an Bären verfressen die alten Spacken denn, ey? Übrigens, 5000 Kalorien ist immer ein Vorspeisen haben, oder was? Ja. Oh, falsche Taste. Passiert mir jetzt öfter, ich weiß nicht, verrutscht immer in der Zeile gerade. Weil ich das ja blind eingebe. Ja, toll. Habe ich nicht wirklich noch irgendwo eine Beere? Habe ich nicht... Nee, es ist eh jetzt alles schon viel zu spät. Jetzt ist es wahrscheinlich schon, ja. Kann man vergessen. Tut mir leid. Ach, aber wisst ihr was? Soll nicht umsonst gewesen sein. Beziehungsweise. Ich wollte dich tamen, aber so nicht. So nicht. Ist der gerade einfach mal verschwunden oder ich. Der ist verschwunden. Ja, ich sehe nichts. Ich glaube, er ist einfach mal. Ja, ist weg. Ey, wann ist denn das? Ruckel? toll. Ach. Hirks. Am Anfang habe ich mich, glaube ich, noch beschwert, dass wir zu viele Bären haben. Jetzt haben wir zu wenig. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Aber manchmal muss man auch das verzeihen können. Aber jetzt sind wir ja auch schlauer. Ja, Stamina. Und jetzt weiß ich natürlich, dass wir viel... Ach, jetzt müssen wir auch noch mal trinken. Ja, ich bin doch schon im Wasser. Wie tief muss ich denn noch ins Wasser? So, ich habe getrunken. So. So reichen. So, ja. Denn ich sehe da vorne schon was ganz Tolles. Ja, du auch mich, du. Einen Parasaurus, den können wir tamen, wenn ich genug Bären hätte. Oh ja. Das wäre schön. Aber zum Glück haben wir jetzt überhaupt einen. Und wir folgen den Sternen. Ob wir ein Sternbild erkennen, Sonnensternbildkarte, Punkt. weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach nur Punkte irgendwie platziert, die dann aussehen wie ein Sternenhimmel. Und jetzt kommt's, unser Dodo hat gar nichts mehr zu essen. Das wäre echt mies. Geh doch mal von meinem Haus weg, Pronti. Mann.
Nee, er hatte sogar noch mehr als genug. Toll, das waren die Bären, die wir hätten wir gerade gebrauchen können. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ey, warum tauchen denn jetzt diese... Ich sehe nichts. Du greif doch nicht an. Ey, das darf doch nicht sein. Grillt bei Bronto. Ey, was ist denn das für eine Scheiße gerade? Ich habe gesagt, nicht angreifen. Nicht angreifen. Was ist denn das jetzt? Ist ja sogar... Ey, das ist doch gerade zum Kotzen. Das darf doch nicht sein. Warum greift er den denn an? Der... Mir fehlen die Worte. Wow. Jetzt habe ich einen Kacken gesehen. Er geht wenigstens ins Wasser. Löblich. Ich darf da nicht... Alter, jetzt haben wir unsere ganzen... Nicht nur unser Dora Flamingo ist weg, sondern auch unser Bärenvorrat. Weil plötzlich aus dem Nichts so ein blöder Speersaurus, so ein blöder Reptiliensaurus hier auftaucht. Ey, das ist doch zum Mäusemelken. Das ist doch Beschiss. Da wird man beschissen, von Strich und nach Faden. ja. So. Hing im Plopschutz fest gerade. Ja. Super. Vor allem, er hat angeblich unseren Dodo gekillt. Ich will ihn jetzt nicht angreifen eigentlich, weil dann hat er hier alles platt, aber... Was für eine Runde. Alles benutzt und trotzdem alles... Alles verloren, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt wirklich. Oh Mann. Warum spawnen denn jetzt hier diese blöden Raptoren? Alter Schwede, das ist ja zum... Und ich kann ja mir immer noch keine Axt machen, Mann. Aber wie heißt es? Es gehört ja zum Leben dazu. Kommen und gehen. Nichts bleibt ewig. Alles kann gehen. Und warum ist das hier so komisch bläulich gerade alles? So, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Was brauche ich denn jetzt eigentlich dafür? So. Für meine Axt. Was fehlt mir denn jetzt Gutes? Nö. Da, ganz unten. Nur Wood? Okay. Nur ein Wood? Komm, da hätte man ja jetzt auch eine Ausnahme machen können. So, jetzt kann ich meine Axt wieder machen. Ach Gott. So. Wir sind so weit gekommen und haben trotzdem alles verloren. Er hat unser Haus nicht platt gemacht, aber unseren Freund, unsere Freundin Dora Flamingo. Dieser Raptor wird dafür bezahlen und seine ganzen nachfolgenden Generationen auch. Und was ich ein bisschen mies finde, ist, dass der Säureanteil jetzt so groß ist, dass er einem jetzt komplett das Blickfeld bis auf einen kleinen Punkt wegfetzt. Man sieht ja gar nichts. Du wirst irgendwie von der Seite angespuckt, siehst trotzdem nichts. Das ist ein bisschen blöd. Weil die können ja einen blöderweise jetzt immer noch gut platt machen. Aus Frust holze ich jetzt den Wald hier weiter ab. Ach Gott. Und den langen Baum da vor allem. Einfach aus reinem Frust. So. Ja, ich kann nicht harvesten, wenn ich die Axt in der Hand habe. Ist mir schon klar. Wollt ihr auch gar nicht. So. Ach ja. Das eine klappte nicht und das andere
ging zu Ende. Aber man muss ja auch wieder positiv reinblicken und sagen, jetzt haben wir da Platz für mehr. Wir müssen uns nicht mehr um den Dodo kümmern, obwohl wir das bisher noch nicht gemacht haben, muss man ja ehrlich sein. Aber dafür haben wir jetzt Platz für neue Tierchen. Aber hätte ich, ach Gott, hätte Fahrradkette. Ach, die ganzen Bären. Oh, tot. Wow, das sieht cool aus. Das sieht jetzt echt cool aus. Ah, ja, wo sind wir hier? Ich weiß natürlich, es ist mir so nach dem Motto so, oh, wo sind wir hier? Die Sonne, die strahlt am Horizont. Auf Dinosaur Island. Und wir können wieder jede Menge Pflanzen abkrabbeln, sehe ich gerade. Pflanzen, so. Ui, ui. Okay, krabbeln wir da. Oh, falsche Taste. Mann, die Aufnahmesitzung erwische ich aber immer die falsche Taste. So. Da-da-da-di, da-da-da-du. Und ich sammle ein, und was machst gerade du? Adidam, da-da-di, da-da-dum, da-da-da, aha. So, Taste drücken und mit dem Juck und dem Rücken entzücken. Eieiei. Ah ja, ja. Da wird man ja schon ein bisschen inniger. Ja, man merkt so ein bisschen, dass mich das gerade ein bisschen ärgert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das ja jetzt nicht wiederholen können. Gerade mit dem Dodo, das ist ja eigentlich kein Problem. Aber dass das Ganze jetzt so passiert, ist jetzt schon zum zweiten Mal wegen plötzlichen auftauchenden, tauchenden Fallen. Blub, blub, aus dem Wasser ist er aufgetaucht. Im Raptorentierchen da, das ist ein bisschen ärgerlich. Da kommen mir auch so die Gedanken, wenn wir nochmal irgendwie so ein Tierchen tamen, kommt dann wieder ein Raptor oder unser Bronti da, legt er alles lahm. Das soll natürlich nicht sein, weil dann ist ja natürlich alles wieder vergebene Liebesmühe. Ja, ihr kennt das Sprichwort, oder? Vergebene Liebensmühe. Vergebene Liebensmühe. So. Ich möchte mich ja nochmal korrigieren, auch wenn ich schon manchmal so richtig weiche. Als würde ich nuscheln. Aber ich nuschele nicht. Ich spreche klar und deutlich aus, welche Sprache ich spreche. Ich spreche Sprache. Vor allem. Ist ja fast wie damals Tim Bensko. Und wenn Worte meine Sprache wären, ja, wie redest du denn sonst? Redest du mit Wurzen und ein paar Ergüssen? Kein Wunder, dass dich jeder trotzt. Ich weiß es nicht. So. Bin ich jetzt zu schwer oder crouch ich gerade? Oh, ich bin zu heavy. Ich bin too heavy. Ey, ich bin ein ganz schwerer Typ, Mann. Ich bin super schwer. Ich bin super schwer, das geht gar nicht mehr. Der Dodo hat einen Kopf zum Verstecken, aber das ist auch nicht schwer. Nach links sehe ich und da ist ein Nasenbär. Ich hoffe, den kriege ich und das ist auch ziemlich schwer. Oh Gott, ich krieche so im Schneckentempo hier an und ich denke mir so, dann brechen meine Knochen, komme ich ja auch angekrochen. So, ablegen. Le Wut. Und einmal 100 Le Fiber. So, jetzt sollten wir aber wieder leicht genug sein, um, ja, genug Sprungkraft in unseren Beinen zu verspüren. Ah, schon besser. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt verstehe ich keinen Spaß mehr. Ah, mein männliches Tier, männlich, lass mich vorbei, auch wenn du so einen großen Schwanz hast als Mann. Okay, wieder hinterher rennen. Dam dam da dam dam da dam 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 Sackgasse. So. Wumms. So. Jetzt haben wir nämlich, wie viel Narkobären? 9. 9 Narkobären. Und Azubären haben wir 16. So. Und haben wir noch was? Haben wir noch was, was ich dem geben kann? Ein paar Tintobeeren sind bestimmt auch fein. Die haut er sich in das
Ja. Maulchen rein. Alter, lauf doch mal einen anderen. Wow. Das war tierisch knapp. Der Fuß ging ja schon über uns weg. Wow. So, jetzt habe ich ganz verdattelt hier, wo wir gerade stehen und wo wir sind hier. Ja, okay, läuft bisher ganz gut. Taming-Effizienz könnte ein bisschen besser sein. Magadi? Okay, die Mager. Okay, die Mager auch. Okay. So, ich will nur auf Nummer sicher gehen. Vielleicht noch eine Mario-Beere. Meo-Beere. Ich muss ja mal ausprobieren, was hier so ankommt und was nicht. Das kenne ich ja alles noch ja nicht. Ich weiß nur, dass die Narkobären alle zum Tamen gut sind. Zumindest bei den Pflanzenfressern. Bisher. So. Und wie sieht's aus? Taming dauert sehr, sehr lange. Drücken wir hier noch ein paar. So. Taming 67%. Ja, es geht zumindest schneller voran als bei dem Tapir, wie ich gerade. Ja. Mann, Mann, aber warten müssen wir trotzdem wieder. Und es dauert immer noch, und es dauert immer noch. Da hinten ist der Bronto und der Saurus. Wie lange dauert das denn? Du bist eine Saunus. Eieiei. Wie sieht's aus? Dauert noch. Dauert noch, dauert noch, dauert noch. Zumindest sind wir bei ihm sehr viel effizienter als beim Tapir gerade, auch wenn es wieder dauert, aber ich muss ihn haben. Weil ihn können wir nämlich jetzt dank dem Sattel eventuell auch reiten. Und das ist ein Ehr. Denn keiner macht dich hier mehr an. Ha, ha, ha. Muss ich auch was essen? Nein, ich muss gerade nichts essen. Und man hört so schön, wie er immer an den Bären knuspert. So. Welche Bären ist er denn gerade? Man hört ihn ja immer mal kauen. Mich mal interessieren, ja. Okay. Ah. Er ist also... Ah, mag er vielleicht noch Armerbären, das sind ja nicht die Stimbären. Ach ja, wie schön das dauert. Und das sind ja noch kleine Dinos im Verhältnis zu dem T-Rex oder hier dem Brontosaurus. Das kann ja Heidenspaß werden. So. Mal gucken, wie es jetzt mit dem Tame aussieht. Sehr, 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 sehr langsam. Wisst ihr was? In der Zwischenzeit laufe ich immer rum und krabbel noch ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen hier was an Narkobären. Gerade wo ihr so schön liegt. Stimberry, aha. Ah, zwei Narkobären nur eingesammelt, schön. Und da zieht sich der Wolken, da zieht der wolkenfreie Himmel sich wieder zu. Ich meine, da zieht sich die Wolkendecke wieder zu. So. Ich hoffe, das macht sich nicht negativ auf ihn bemerkbar, dass ich gerade weggehe. Nee, macht's nicht. Gut. Dann versuche ich hier nämlich noch ein bisschen rumzukrabbeln. Um noch ein paar Narkobären zu kriegen. Narkoberry, ja. Schön. Weil bei dem scheint es nämlich auch wieder länger zu dauern. So. Schön, dass hier so viele Pflanzen in der Nähe sind.
Finde ich gut. Finde ich gut. Gefällt mir. So. So geht nach Taming wieder runter. Hallo, Taming? Ja, es sind noch ein paar mehr Ach so, Seeds sind halt. Seeds wollte ich dir jetzt nicht geben. Na komm an. Oh mein Gott, das kann ja eine Ewigkeit dauern. Ich habe nämlich gerade irgendwie das Gefühl, ach, die Meobären ist der gerade. Ah. Gut. Ja, nur mit einer Meobäre. Meobären mager also. Von denen ich auch nicht gerade allzu viel habe, aber okay. Aber das kriegen wir schon hin. Das sollte hoffentlich hinhauen. Auch wenn ich optimistisch gerade rede, ich bin gar nicht mal so optimistisch. Ach, das mit dem Taming dauert alles viel zu lang. Ich sammle hier nochmal ein bisschen rum. Nochmal ein bisschen hier. Meobären, Nakrobären. Ruckeln. Ruckeln haben wir übrigens auch noch mit dem Programm hier. Ist alles inbegriffen. Alles sehr inklusive. So. Und noch eine Nakrobeere, gefällt mir. Gut. Und noch mehr Nakrobeeren, sehr schön. So langsam mal wieder zu ihm hin. Ja, es wird. Zwar langsam und müßig, aber das Eichhörnchen ernährt sich ja auch bekanntermaßen nicht sehr, sehr vielseitig. Noch ein paar Nakrobeeren. So. Boah, wie viel mümmelt der denn gerade da, ey? Alter, Falter. Ich komme ja gerade mit dem Sammeln hinterher. Ja, eigentlich sollte man das auch im Vorfeld haben, aber ich weiß es ja nicht. Ich wusste es ja nicht. So. Weil ich bin mir auch nicht sicher, welche Bären er jetzt nicht mag. Eigentlich weiß ich es gar nicht. Ich teste es gerade aus. Weil irgendeine Beere hat er gerade gegessen, da ging nämlich der Taming wieder runter. Ja, komm, krabbel schneller, mein Freund. Hier sind Pflanzen, die kannst du krabbeln, so. Ja, armer Bären. Wieso habe ich so viel Armerbären? Ich will nicht so viel Armerbären. Ja, es wird. Jetzt mal gucken. Azulberry. Mag er Azulberry? Scheint, dass ihm das auch gut tut. Tut. Oh, falsche Taste. Ich drücke immer die falsche Taste. Nein, nicht das. Geh wieder bitte weg. Da, ich... Ach. Ich wollte doch... E. Auf E. So. E ist da. Besser nochmal wegdrehen. So, Azulberin. Da habe ich nämlich noch einige von. Die kann auch von mir aus haben. Hier nochmal drei Narkobären. Use Item. Gehen wir nochmal auf 100 hoch. Use. Und Use. So.
Ah, mach mal noch ein bisschen mehr Use. So. Eieiei. Das dauert alles viel zu lange für meinen Geschmack. Das ist doch schon verkackt, aber hier haben wir noch Pflanzen. Etwas können wir noch rumgrabeln. Damit wir nicht nur da rumhocken und dem Dino beim Kauen zusehen und gucken, wie er dann vielleicht noch Dung hinten rausdrückt oder sogar wir selbst. So. Ich krabbel nur rum, ich kann ihm nichts anhaben. Einen großen Bronti hier. So, nochmal ein bisschen geschlendert hier durch die Ecken. So, zum Glück haben wir so viele Büsche, sonst wäre das jetzt wieder schief gegangen. Aber noch haben wir ja hier nichts in trockenen Tüchern. So. Und wieder mal abwarten. Oh, kurz mal wieder strecken. Oh, Mann, Dino, was machst du da mit uns? Dauert das lange. Dafür lohnt sich das Ganze aber. Dafür lohnt sich das aber. Da wir jetzt auch schon einen Sattel haben. Ich habe gedacht, das läuft ein bisschen besser in der Runde, aber... Allzu schlecht ist es ja jetzt auch noch nicht. Wir haben ja schon 3 Tiere getamed, also... 2 Tiere haben wir getamed und beide sind direkt ziemlich schnell gestorben. Aber das ist wahrscheinlich der Fluch der Dodos. Ja, genau, so erkläre ich mir das jetzt. Das ist der Fluch der Dodos. So, Stone, Mio-Beere, Stimberry, So. Hier ist nichts mehr. Meobeere, ich will noch eine Nagrobeere, bitte. Eine Nagrobeere. Ja, 2 Stück Saito, danke. Nochmal ein paar. Komm, ja, nochmal 2. Schön. Komm, nochmal ein paar Nagrobeeren. Wir haben gleich Tonnen an Fiber, sehe ich schon kommen. Aber die brauchen wir auch noch. Oh, ist das müßig. So, ich renne mal wieder zu dem hin. Wenn er sich nicht einsam fühlt. Ja, das wird was. So, Nagrobeeren. Ich sehe euch gerade nicht. Nagrobärchen, wo seid ihr denn? Ihr seid mir so versteckt. Ich habe doch gerade welche eingesammelt. Ach, da unten. Ganz weit unten. So weit unten, dass selbst ich es nicht mehr sehen konnte. So. Und so. Mal wieder auf 100 Runden raufgehen. So, habe ich noch was ich ihm geben könnte gerade? Nee, zieht. Azulberis habe ich noch ein paar. Ja, okay. Und Spoiled Meat, aber das schmeiße ich weg. Ah. So, müssen wir gerade was essen? Ja, wäre nicht so schlecht in der Zwischenzeit. Noms. So. Ah. Huiuiuiui, die frische Luft hier an dem Strand ist ja unglaublich. Oh Gott, ey. Ich wette, ich mache gerade noch irgendwas falsch, aber dass das so lange dauert. Aber ich weiß es ja nicht. Vor allem, ich überlege gerade, wofür das Level ist. Plus 0. Heißt das, wenn wir Taming Effizienz, wenn wir schon mal 1 der Tiere getamed haben, dass das immer plus 1 ist? Hm. Habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet beim Dodo. Nachdem Fratzi gestorben ist und unser Dora Flamingo auch, tja, haben wir mindestens schon Erfahrung drin, Tiere zu verlieren. Meine Güte, der geht auch nicht von meinem Haus da weg. Ich sehe schon die Wände fallen. So.
Ja, jetzt sollte das eigentlich durchgehen. Achso, ich habe jetzt... Ah, ich habe Fleisch gegessen. Ich wollte nicht noch mehr Fleisch essen. Obwohl Fleisch lecker ist. Ja, wir haben auf jeden Fall 400 Fiber, 500 Fiber haben wir auf jeden Fall. 548 Fiber, das ist schon eine ordentliche Nummer. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch was von. So, hier nochmal ein bisschen raufschrauben. Use Item. Use Item. Und Use Item. So. Jetzt auf einmal sinkt das wieder. Boah, das wär's, wenn jetzt plötzlich aus dem Nichts das Taming wieder absinken würde. So. Eieiei. Mir kommt's fast vor, als hätten wir in den Folgen gerade nichts gemacht, außer boah, gewartet. Virtuellen Dinos beim Essen zugesehen. Yes, we got it. Baby. Parasaurus kann getamed werden, ich weiß. Es kann besattelt werden, ich weiß. Und es kann so lustig aussehen wie unten. Ja. Cool. Ah, wir nennen es Parasek. Parasek. Hallo, Parasek. Ach, schön. Schön, schön, schön. Ah. So, mal gucken, wie schnell er ist. Er sollte mit uns mithalten können. Ja, kann er locker. Locker vom Hocker. Schön. Du. Equipment that is right. Muss ich dem ins Inventar legen oder wie läuft das jetzt? Nee, muss ich nicht. Ich sollte ihm den Sattel vielleicht auf die Sattelslot legen, ja. Ach, wie schön. Unser Parasek mit dem... Oh, schön. Kann man nicht reiten? Yay, wuhu, super. Okay, noch bist du nicht sehr schnell, aber... Ach, cool, er kann sogar rennen. Und das Bild kann sogar ruckeln. Ach, wie schön. Wow, Disco. Ach, da dreht haben wir wieder einen Feind. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Sobald wir irgendwie was haben hier an getamten Tieren, kommen noch mehr 3000 böse Tiere. Der kloppt uns gleich hier runter. Vom Feind. Blablabla. Schön. Ich will mal gucken, ob man mit den Bäumen fällen kann. Ist jetzt einfach mal so ein Test. Ich laufe mal ein bisschen langsamer. Nee, komm, rennen. Rennen können wir doch. Können wir doch. So. So, und. Okay, das klingt ein bisschen schlimm. Ach, mit dem kann man so viel abgrabbeln hier. Oder? Naja, okay, ist so lala-effizient. Okay, rennen wir mal wieder zurück. Zumindest weiß ich, dass man mit ihm viel transportieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt gut bin und der gut laufen kann, komme ich da jetzt rauf. Oh ja, sehr, sehr schön. So, lass mich mal... Ah, Baum, bitte. So, absteigen tun wir nochmal, glaube ich, auf E. Ja. So. Pari. Nee, nicht krabbeln. Nee, nicht krabbeln. Och Mann, ich will mit ihm reden, so. Nein. Ah. Das habe ich noch nicht raus. Das dauert noch ein Sekündchen. Ah. So. Enable Wandering. So. Danke. So, dann können wir nämlich jetzt jede Menge Holz fällen. So, ich will nämlich hier mal einen Durchbruch erringen im Wald, im Dschungel, im Biom hier. Im Biom. So, ich holze hier einfach alles ab.
Holzi Holz, Holzi Holz, Holzi Holz. Wieso läufst du trotzdem mit? Oder täuscht mich das jetzt? Disable Wandering. Komisch. Würde auch erklären, warum der Dodo vorhin trotzdem angegriffen hat, obwohl er nichts machen sollte. Hä? Wieso wanderst du trotzdem mit? Kannst du mir das mal erklären? Nein, ich möchte nicht dein Inventar. Ja, du bist ein Schnuckeliger. Change Name. Disable Following. Ach, Wandering. Ach, ich bin auch schon durch. So, Disable Wandering. So. So. Einfach noch ein paar Bäume fällen und jetzt mit unserem Packesel der Macht. Damit können wir nämlich jede Menge Holz hier kriegen. Oh. Autsch. Ah, wir können aber direkt was Neues machen. Und außerdem, ich brauche noch Thatch. So. Hier noch ein bisschen Thatch. Damit wir von allem mehr als genug kriegen. So, ich wandere gerade ein bisschen zu selten die Außenseite. Ich wollte ja hier so eine kleine Fuge reinschlagen in den Wald. So. Und jetzt an dich. Und den nächsten Baum. Ich glaube es Traum. Es ist wie ein Traum. Ich frage mich natürlich auch, wenn wir hier alles wegholzen, spawnen dann mehr Tiere oder also Dinos? Ich weiß natürlich, keine Tiere sind, Mensch. Wäre einerseits cool, andererseits auch nicht, weil ich würde einfach nur gern den Platz hier haben und nicht, dass wir hier nachher so einen T-Rex haben mitten im Hintergrund. Das ist wäre unschön. Aber ich bin gerade zu voll, kann das sein? Ja. Yeah. So. Komm. Ach nee, wenn ich noch mehr sammle, bin ich ja, kann ich mich ja gar nicht mehr bewegen, wie bei The Elder Scrolls. Dann geht ja gar nichts mehr. So, nein, ich will dich. Oder? So, einmal absteigen bitte. Boah, wie weit bin ich denn schon reingelaufen? Access Inventory. Wie geht's dir denn, mein Freund? Hunger ist gut, Durst ist auch gut, Gewicht ist okay. Gut. Was? Was? 4000.001? Was? Da ist aber ein bisschen was schiefgelaufen mit der Kommazahl gerade. So, Fiber, Fiber, Wood, Wood, Fiber, Fiber, Fiber. Fiber. Thatch könnte ich noch tragen. Ja, behalte ich noch bei mir. So. Ich sehe schon, komm, gleich stirbt er und mein ganzes Fiber ist weg. So. Hier haben wir noch einen Baum. Den ich umholzen kann. Und so tue ich es auch. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich unseren Kumpel hier nicht hau. Das will ich nämlich jetzt gerade nicht. Denn dafür habe ich jetzt mir die Mühe nicht gemacht. So. Haben wir hier noch einen Baum? Ja, natürlich haben wir hier noch einen Baum. Komme ich dem Boden immer näher? Wow. Wie hoch ist denn das Dickicht hier bitte? So, dass ich sogar drin kriechen könnte und verschwinde. So. 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 Jetzt aber. Ach ja. Hier sind immer noch so viele Bäume, die das Ganze so dickicht machen. Das dickicht zu dunkel, meine ich. So. Dann hier noch was von abbauen. Damit wir noch mehr Flint kriegen. Wow, Flint, wow. Haben wir ja noch nicht genug davon.
Und Metal. Boah, Metal, wir nieten ne Metal. Metallica. So, hier nochmal ein bisschen abhauen. Und da ist unsere Spitzhacke kaputt. Aber wir haben genug Sachen dabei, das Ganze wieder zu reparieren. So. Weiter geht's. Eieiei. Sehr schön. Denn mit dem ganzen Holz, was wir finden, können wir auf jeden Fall nicht nur Erfahrungspunkte sammeln, wie ich gerade recht sehe, sondern wir können damit auch jede Menge schöne Sachen bauen. Nämlich unser Haus zum Beispiel erweitern. Und da habe ich noch eine schöne Idee. Wow. Jetzt sieht man den richtig dicken Poppes vom Brachi. Was sieht das gerade so merkwürdig hier alles aus? Komisch. Sieht so klein aus gerade. Ist das noch ein Überbleibsel? Es scheint nur ein Überbleibsel zu sein. Okay, ich dachte, das wäre nur ein Stein, den wir abbauen könnten. Aber dem war nicht so. So, noch mehr Metal. Sehr schön. Yes. So, langsam wird es auch Nacht hier. Möchte ich nämlich zu unserem Freund Parasek. Ich weiß, es ist eine Anlehnung an der Pokémon. Ich weiß. So, jetzt können wir nämlich mal zurückwatscheln. Wir sind nämlich ein bisschen schwerer wie sonst. Schwupp. Laufen wir einfach mal das steile Berg hinunter. Ah, aber cool, die Pflanzen wachsen nach. Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einige Arbeit geleistet. Und ich bin froh eigentlich, wenn der mal weg ist. Nachdem der unseren Dodo gekillt hat, einfach weil er drüber gelaufen ist mit seinem ganzen Körper. Ja. Habe ich so meine Bedenken gerade mit unserem Brachio hier. Mit unserem Parasek hier. Dass ich den vielleicht auch mal ganz schnell in ein Häuschen verfrachte. Solange wir ihn reiten können. Nice pose, man. So. Mal wegpacken gerade. Wegbacken. Achso, falsche Taste. So, jetzt aber wegbacken. Und Holz. Wut, 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 Fiber, 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 Fiber. Stimberries nehmen wir mal weg. Nicht, dass er nachher hier verdorben ist. So, und nochmal Fiber. So. Wut. Wut. Meine Güte, dieser Dino. Alter! Sonst geht's dir gut da oben, ey. Großer Bronto. Aber im Deutschen, glaube ich, oder im Lateinischen heißt der Brachiosaurus. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich würde schon sagen, dass ich da sicher sein bin. Sicher sein bin. Das ist ein sehr schönes deutsches Wort. Sicher sein bin. Vor allem ein Wort, das ist ein Satz. Wird immer besser. So, bei mir kriegt man mehr geboten als einen Fehler. So, die Inventarkiste hier. So. Yay, neuen Metal. We got the Metal. So, da haben wir eine Setch und Fiber. So. Weil wenn das nämlich so ist, baue ich nämlich noch ein paar schöne Sachen gerade. So, lass mich... Lass mich doch mal an... Meine Güte, lass mich doch mal an deinem Schwanz vorbei, großer Mensch, ey. So. Mitnehmen. Mitnehmen. Oh. So. Was? Habe ich jetzt irgendwas weggeschmissen? Ach so, ich muss... Ich muss was bauen. Ich kann zwar in die Kiste packen als Überladener, aber nicht wieder rausholen. Das macht ja auch sehr viel Sinn. Ja, gut. So, Selling Wood... machen wir hier mal Foundation. Wie viele machen wir denn? Machen wir 6. Ja.
So, 6 einmal davon. So. Dann brauche ich noch Wände. Habe ich nicht. Habe ich noch nicht aus Holz? Nee, ne, habe ich noch nicht. Machen wir erstmal hier die. So. So, Inventar. Können wir uns denn mittlerweile wieder bewegen? Nein, können wir noch nicht. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, Mann. So. So. Können wir jetzt wieder? Nee, können wir immer noch nicht. Ich warte noch auf den Tag, an dem wir uns wieder bewegen können. Ich glaube, auf den Tag warte ich jetzt vergebens. Ups. Und dass ich in der Sitzung heute überhaupt mal die richtigen Knöpfe treff. So. Kann ich mich jetzt bewegen? Ja, sehr schön. So, dann würde ich mir sagen, erweitere ich das Häuschen hier. Damit unser Freund hier mal ein Häuschen hat. So. So. Null. Ach, warum setzt ihr denn jetzt da hin? Ich hab da geklickt, Mann. Toll, jetzt fehlt uns ein Ding. Hallo, mein Freund. So. Und ich kann natürlich nichts neu machen, weil uns Setch fehlt. Es wird Zeit, dass ich beim nächsten Level ab das andere auswähle. Wobei, habe ich nicht noch... Ah, schon wieder. Ich habe schon wieder gemacht. Ich habe schon wieder getan. So, habe ich nicht noch... Ich habe einen Punkt. Wie viel braucht man denn? 7. Ah, 13. Macht er uns die Dinger hier eigentlich kaputt? Nee, der steht einfach nur drauf. Okay. Er steht einfach nur drauf. Das ist, das finde ich cool. Das finde ich, cool. Das ist okay. So, was ich allerdings gerade nicht okay finde, ist, dass wir fast nichts bauen können, wenn wir noch Setch brauchen. Vor allem nicht gerade wenig. So. Oh, man kann jetzt auch diagonal bauen. Schön. So. So können wir nämlich jetzt erstmal... Okay. Demolish. So. Demolish. So. Boah, Bracho. Mann, Bronti. Geh doch mal weg. Ich bin ja am Bauen, Großer. Meine Güte. Geh doch mal weg, Mensch. So, auf der 5. Mensch, 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 Mensch. Und der Mensch heißt Mensch, weil er innert, weil er lebt. Weil er hofft, weil er liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Weil er lacht, weil er lebt. So. Dann machen wir nämlich hier noch was und dann haben wir nämlich hier noch so eine Erweiterung für unseren Bronti. Dann ist er zwar nicht unter Dach, aber unter Fach. Fachpersonal. So. In der Zwischenzeit, wo unser Freund hier mal wieder alles rumstolzieren, trampelt und was weiß ich noch alles macht. Ey, der ist so laut. Mache ich hier mal noch eine Foundation. Und ich hoffe, dass die diesmal nicht irgendwo im Takatuka-Land gelandet. Oh ja, endlich. Ich warte mal eben. So. Ach, endlich ein weiteres Level up. Schön. So. Ah, Kotzen. So, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. So, Level Up. Ich würde sagen, wir erfüllen uns einen Traum und machen... Ich weiß nicht, immer noch nicht, was Fortuide ist. Fortitude. Reparatur? Wenn ich noch rausfinde, machen wir unser Leben mal ein bisschen höher. So. Haben wir 13 Punkte? Ja, wir haben 13 Punkte.
im guten Kunde. Wir haben 13 Punkte. So, hier brauchen wir zwei für. Da brauchen... Was sind jetzt... Hä? Achso, ist ein Zeilen. Oh, ich vergesse das die ganze Zeit. 13. Können wir das machen und das. Und das wäre ultra cool, weil dafür brauchen wir kein Fetch mehr. Hoffe ich jetzt mal. Behaupte ich mal gerade so, vielleicht so. Können wir nämlich ja endlich mal was Vernünftiges bauen. Vernünftig, sage ich euch. Vernünftig. Mann, wäre das vernünftig. Ich bin schon mal drei Stunden Aufnahme und ich bin immer noch voll cool dabei. Ich bin voll gut drauf heute. Nee, ich bin selbst ein bisschen überrascht über mich. So. Könnte ich mal... Ja, ich ja gut, so. Nee, ich wollte Access, so. Ich möchte Wut und ich möchte Wut. Und ich möchte übrigens Wut und vielleicht ein bisschen Fiber. Wut und Fiber stehen immer Weiber in der Wäscherei. Sie reden über Dinge, die keiner versteht. Ja, das ist ja schon richtig verdreht. Ich gehe mal auf Crafting-Menü, obwohl das nicht auf C ist, ist klar. Das macht keinen Sinn, aber ich finde es wunderbar. Setsch! Fucking Setsch! Fucking Setsch! 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 Warum brauchen wir Setsch? Oh, Mann! Selbst da braucht man Setsch für. Och, Ficke. Ich meine natürlich, oh, verdammt. Ach, jetzt bin ich natürlich auch viel zu schwer. Nech. Und alles rauspacken. Zu schwer. Zu schwer. Spoiled Meat weg. Ja. Cancel. So. Wie schwer bin ich denn jetzt gerade? Ach, das passt doch mal wieder locker. Oh mein Gott. Sauberes Knüppelchen, mein Freund. Das ist ein echtes Parasek-Knüppelchen. Frisch durch die Lenden fluktuiert. So, ich würde sagen, wir nehmen den jetzt zum Reiten und begeben uns... Wo ist denn der Riese wieder? Ich sehe ihn nicht. Ach, da. Wobei, da vorne kann ein Feind sein und ich sehe ihn nicht. Ja, du sagst es. Achso, du bist schon Level aufgestiegen, cool. Denn jetzt kommt das nämlich, die, Access Inventory. So, unsere Gleittierchen können nämlich auch im Level aufsteigen, was ich persönlich ganz cool finde. So, Hunger hat er noch mehr als genug Food dabei. So, hat er mal ein bisschen mehr Tragkraft, Lastbarkeit. So. Da wurden seine Backen mal richtig grün beleuchtet. So, hier ist alles so dunkel. Mr. Watt, ich habe gerade keinen Bock, nochmal in den Wald zu gehen. Obwohl es was Hübsches hatte. Achso, ich brauche das ja gar nicht abbauen wie bei Minecraft. Mach mal einfach den hier. Kriegen wir 10 Setsch. Ich habe direkt beides abgerissen. Okay, das war zwar nicht mein Anliegen, aber so, okay, können wir machen, das ist so kein Problem. So, und ich kann trotzdem nichts machen, weil man mindestens 40 Wood braucht. Ach, Wood. Oh, ich dachte gerade schon, Setsch. Achso, Setsch. Ach, jetzt brauchen wir auch noch immer so viel Setsch. Warum braucht man den fucking Setsch, ey? Wir machen eine Holzwand. Kennt ihr ja bestimmt, habt ihr schon mal gesehen, Holzzaun. Wo braucht man da bitte Holzfasern drin? Oh, das ist eine Holzwand. Holz. Da sind vielleicht noch Metallnägel drin oder Holznägel oder was auch immer man da noch verwenden will. Aber kein fucking Setsch. Und das, womit man es verbindet, ist auch kein Setsch. Das sind Fiber oder was weiß ich, irgendwas anderes. Mann, Leute. Euer Setsch wollt ihr echt unter die Leute bringen. Wobei mir gerade einfällt, habe ich nicht noch irgendwo Setsch gehabt? Nee, das habe ich ja gerade alles verbaut, ne? Ja, habe ich. Scheiße. Jetzt bin ich ja übrigens auch wieder zu schwer. Ah, dann machen wir wenigstens eine Wand. Eine Wand. Eine, komm. Ja, eine Wand. Sauber. Wo auch immer die ist, aber auf jeden Fall habe ich die im Inventar. Und wer sich jetzt bitte fragt, warum ich immer so viel Holz mitnehme, das kann ich euch auch nicht erklären. Das ist passiert einfach so, ne? Das steckt man nicht drin.
So, müssen wir was essen? Wäre vielleicht nicht so verkehrt, mal kurz ein bisschen Fleisch zu schnabulieren. So, ich kann zwar nicht großartig, doch, ich kann rennen. So, machen wir die zweite Etage hier mal mit dem Holz. Unsere erste Holzwand. Die erste! Wow, ich freue mich. So, ich habe leider nicht leise gemacht. Ich habe das die ganzen Aufnahmen davor immer gemacht. Außer ich muss mich mal räuspern oder so. Jetzt nicht. So. Oh, cool. Wow. Finde ich gut. Wir haben hier wieder sehr viel Tiere. So. Ich muss mal gucken, kommt der da rein? Dann machen wir nämlich so eine Art, oh ja, er kommt hier rein. Das ist sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. So, hüpfen wir einfach mal ab. Dann haben wir nämlich hier einen Stall für uns. Ich wollte gerade immer Gehege sagen. Ja, ist ja gut, großer Barisecki, oder? So. Ja, finde ich ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch Setsch haben. Und da warte ich jetzt noch, bis Tag ist. Dann können wir uns nämlich da hinten in den Wald begeben. Ich frage mich gerade, ob mit ihm oder ohne ihn. Ich glaube, ohne ihn. So, dann können wir nämlich hier noch jede Menge Holzwände machen. Wisst ihr was? Ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert. Ich habe es ja gerade erst gebaut. Aber, mehr oder weniger gerade. Für mich ist jetzt schon wieder ein bisschen was her. Wieso kann ich... Das war übrigens, was ich meinte. Krabbel einfach irgendwo dran und du kannst es... Options. Demolish. What the fuck war das gerade? You are too heavy, please. Don't move again. So. Wobei, das könnte man noch als Dach hier drauf lassen. Kann man ja nachher immer noch abreißen. Hoffe ich. Fragezeichen. So, dann kann man das nämlich... Ne, mach mal erstmal das hier weg. Komm. So. Hallo? Cursor? Demolish. Demolish. So. Dann das, wo ich draufstehe. Dann falle ich mich schon runter. Demolish. Ah. Naja, zumindest kriegen wir dadurch ein bisschen Zetsch. Der geht aber auch nicht weg. Der kommt immer wieder, der große Bruder. Und jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen, stelle ich gerade fest. Okay, macht nichts. Wir müssten mindestens eine Wand bauen können. Ja. Können wir jetzt bewegen? Nein. Kann ich die Wand bauen? Nein. Warum auch? Ach, das ist doch jetzt blöd. So, wie viel wiegen wir denn zu viel? Ach so, ja, ich habe fast gar nichts, ne? Spoiled Meat. Haben wir Setch? Setch haben wir 14. Drop Meat. Drop it! Nee, lass mal erstmal das kleine droppen. Wenn ich mich überhaupt noch bewegen kann. Dann nehmen wir nämlich das hier. So. Dann sammle ich es wieder ein. So, ich hoffe, ich sammle... Ja, ich wollte das einsammeln, nicht ein anderes. Das ist gut. Machen wir nochmal. Noch eine Wand. So. Schubdidubdidu. So. Und noch eine Holzwand. Natürlich wechseln wir die anderen Wände ja auch noch mit der Zeit aus, nur gerade wegen ihmchen da. Es geht gerade schlecht. So. Komm. Take a ride. I wanna be a player. I wanna be the home. So, hier vorne haben wir schon mal Holz. Können wir auch mal hinjoggen. Mit ihm. Wir sitzen nur. Wir joggen nicht selbst. Whoop. Chibi. So. Ich brauch Setsch. So, folgst du uns eigentlich immer noch? Oder ist das jetzt wieder auf Standard? Oder ich bin gerade zu... Ich bin wieder zu schwer, oder? Wieso bin ich ständig zu schwer? Nee, du bleibst da stehen. Okay. Gut. Parasek. Ich muss nicht mal reiten. Ich bin selbst ein bisschen schwer gerade unterwegs. Doppeldupe, 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 doppeldupe. Pau, 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 pau. So. So,
Holst du mal hier noch ein bisschen ab, damit die Rave-Party hier der Bäume mal ein bisschen langsam sein Ende findet. So. Hier muss man halt sehr viel Ressourcen sammeln. Sehr viel. So. Ich hoffe, ich finde in den nächsten Tagen mal endlich Zeit, hier noch was anderes aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich habe noch ein persönliches Projekt, was so noch kaum bekannt ist. Das habe ich jetzt zwischendurch mal auf Twitch, habe ich das schon mal gezeigt. Und da investiere ich sehr viel Zeit rein, weil mir das sehr wichtig ist. Und außerdem dadurch lerne ich noch was. Wenn ihr jetzt sich euch fragt, worum es geht da um ein eigenes Spieleprojekt, was ich am Start habe. Ja, man könnte sagen, ich denke immer ein bisschen zu groß dimensioniert. Ich mag Open World und ich hab ein bisschen die Unreal Engine 4 für mich entdeckt. Natürlich, das war jetzt klar, ne? Beweg dich schneller! Ha, der Baum war im Weg. Wow. You kill Dilo. Habe ich gerne gemacht. Sehr gerne. Okay, ein Raw Meat. Für mehr war er nicht gut. So, Spieleprojekt. Open World und Unreal Engine. Vorher habe ich immer mit Unity gearbeitet, also Unity 3D. Nicht, dem Fernsehanbieter / Internetanbieter / was auch immer. Oder auch Assassin's Creed Unity. Nein. Und wow, hat da ein großes Häufchen gelegt. Und da muss ich ein bisschen reinfinden, weil das hier ist nämlich auch mit der Unreal Engine 4 gemacht, was man hier sieht. Und heilige Scheiße, was man da mit dem optisch allein machen kann. Okay, du stehst auf unserem Haus. Ja, ich verstehe schon. Ist unglaublich toll. Also das hat mich begeistert. Da hat Unity leider mich nicht mehr überzeugen können. Programmiertechnisch und was man da machen kann, ist Unity für mich. Habe ich sehr, sehr viel durchlernen können. Aber andersherum ist jetzt gerade die Unreal Engine sehr attraktiv für mich geworden. Und deswegen muss ich gerade auch ein bisschen viel ummodeln, was ich von Unity auf Unreal mache. Und dementsprechend muss ich auch gerade alles maßstabstechnisch. Ich habe da viele Modelle von Häusern und Fahrzeugen und sonstigen Equipment, was man so hat. Und ich muss da vieles neu modellieren, weil ich das im falschen Maßstab habe. Jetzt mache ich das sozusagen in Echtmaß, was ich vorher nicht gemacht habe. Es war so Pi mal Auge, wo ich sagen kann, okay, das passt so ungefähr hin. Sah auch gut aus. Oh, ich wollte nicht reiten. Aber war nicht so ganz Access Inventory. So. War aber nicht ganz das, was meine Boots sind kaputt. Was? Boots sind kaputt? Craftables? Ne, warte mal. So. Kann ich das repairen gerade? Ne, kann ich gerade nicht mal mir. Hide fehlt, okay. Trag mal mein Setch. Und ne, trag mal mein Wood. Oh, habe ich viel Wut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Und da muss ich halt viel neu machen. Außerdem wollte ich das Projekt, nachdem ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auch mehr vorantreiben. Nachdem ich in der Zwischenzeit sehr viel gelernt habe, sozusagen, und hier und da ein paar Kniffe drauf habe. Wo ich jetzt in dem letzten halben Jahr nicht so wirklich Zeit für hatte. Und da setze ich natürlich auch ein bisschen. Setze ich Zeit rein und möchte da natürlich investieren. So. Das ist natürlich nicht das Wort zum Thema oder das Thema zum Pupsen. So. Ja. Wow. Daher juckt mein Rücken aber ganz schön. Ja. Und deswegen muss ich gucken, wie ich das jetzt mit den Aufnahmen mache. Außerdem, was ich ein bisschen bedauere, ich betreibe das ja nicht alleine, seit 2009 einen Spieleblog. Und ich habe da immer regelmäßig, haben wir immer Posts und jetzt haben wir auch, dieses Jahr haben wir so viele Einladungen bekommen und zu einer wäre ich sehr, sehr gerne gegangen. Das tut mir ehrlich leid, weil letztes Jahr war ich schon nicht auf der Gamescom, dieses Jahr wollte ich eigentlich auch nicht und jetzt ist es eh zu spät. Hätte die Einladung ein bisschen eher kommen können, das ist jetzt so meins, aber das ist natürlich kein Vorwand. Von Dedelic ein persönliches Interview mit Pokey und einer Vorführung, jetzt nicht alle exklusiv, mit seiner Band. Das hätte mir sehr gefallen. Ich mag den unglaublich gerne mit seinem Humor.
Persönlich noch nie kennengelernt, aber das hätte mir sehr gefallen. Außerdem hatten wir noch zwei, habe ich nur zwei Einladungen gehabt zu anderen Veranstaltungen, auch auf der Gamescom, aber es hätte mich sehr gefreut. Verdammt. Also das mit Poki ärgert mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. Jeder, wer Entner oder mal ein Spiel von The Dalek gespielt hat, kann sich vorstellen, warum ich mich jetzt ärgere. Ich bin jetzt kein Click-and-Point-Adventure-Fan, aber er hat einen Humor, der mir sehr gut gefällt. Schade. Da muss ich mich jetzt auch mal wieder reinhängen, dass ich das irgendwie geregelt kriege. Ah. Weil es wurde dann ja auch spieletechnisch alles ein bisschen mauer wieder und dann alles eher so Let's Play orientiert. Also nicht nur bei uns, sondern generell. Und ja. Ruckel. Please, ruckel nicht so oft. Schon wieder am Ruckeln. Und jetzt hängt's. Okay, ich musste gerade gucken, weil gerade irgendwie bei dem bei OBS gerade ein bisschen rumspann. Ich wollte was bauen. So, ich hoffe, ich habe. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe gehofft, aber nur David Hessel hofft am besten. So. Auf der Null war das, oder? Ja. So. Ah, wenigstens kann ich mich jetzt noch bewegen und sogar hüpfen. Schön. Da freue ich mich. Aber dass man jetzt die Wände auch diagonal bauen kann, das ergibt einige Möglichkeiten. So. Zack. Kann man jetzt noch mehr machen oder ist jetzt schon wieder alles Ende mit Fall? Ja, ist schon wieder Ende. Ach man, ey, mit dem Setch, das ist echt zum Kotzen. Ach nee, mir fehlt nur Wood. Setch habe ich genug. Oh. Setch hatte ich mehr als genug. Oh, jetzt läuft alles 3000 Mal besser. Was ist denn jetzt gerade passiert? Die Aufnahme ist noch nicht beendet, oder? Nee, er nimmt mal auf. Nee, nimmt mal auf. Wir sind gerade bei 3 Stunden, 10 Minuten. Gut. Ja. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. 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 Ja, ach. Ich bin encumbered? Ach, ich bin wieder zu... Ach, ich... Kann ich mich jetzt bewegen oder was? Ah, ich kann mich wenigstens bewegen. Hüpfen kann ich zwar nicht, aber wenn ich es geschickt anstelle, muss ich das jetzt gerade auch gar nicht. So. Nochmal eine Wand. So. In diesem Sinne, ich nutze manchmal meine Möglichkeiten nicht. Und das, wer mich kennt, persönlich weiß, dass ich sie sehr oft nicht genutzt habe. Und die, wo ich meinte, es wären sehr gute Nutzungsmöglichkeiten. Wie heißt es so schön im Englischen? Da bin ich nach Fail Forward. Also ich bin sehr auf die Nase damit gefallen. Das war, also nicht im negativen Sinne, dass jetzt alles aufgeschmissen ist, aber es wurde nicht so erfüllt, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich glaube, das hat jeder mal. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich das regelmäßig habe, aber das ist wahrscheinlich auch mitunter anderem der Grund, warum ich so wenig das sehe, was eigentlich so von Möglichkeiten besteht. Wie zum Beispiel, wer den Webvideopreis gesehen hat, weiß ich nicht, ob ich das mal erwähnt habe, ich kenne da ein paar Leute sogar mittlerweile von und mit denen ich mal was zu tun hatte. Das ist ärgerlich, das ist richtig ärgerlich. Also im Thema Connections gründen und so. Oh, das ist ärgerlich. Ebenfalls bin ich ein bisschen schade, dass der Support, ich weiß, ich rede jetzt über andere Dinge hier, unser Channel ist ja sehr durch Naughty Bear, sehr, sehr bekannt, also verhältnismäßig viele Aufrufe haben wir durch Naughty Bear, was ich auch sehr gerne gespielt habe, obwohl es sehr verbuggt war, leider, muss ich sagen, also nicht verbuggt, aber es hatte einen sehr hohen Optimierungsbedarf, nennen wir es mal so, an vielen Ecken, weil das Spiel so oft abgestürzt ist und hatte so eine 2-Stunden-Marke, dann spätestens dann ist es bei der PS3 zumindest abgekackt. Da konnte man nichts machen. So. Auch 505, die Zusammenarbeit mit 505 Games war sehr nett, aber die brach dann auch irgendwie ab oder da kam jetzt auch nichts mehr. Ich weiß nicht, das wechselt auch immer mal. Muss ich mittlerweile über die Zeit auch sagen, das wechselt sehr häufig. Manchmal wechseln solche Publisher oder Vermarkter, was im Grunde dasselbe ist, ja auch mal den Pressevertrieb und dann ändert sich alles so ein bisschen. Zum Beispiel hatten wir auch mal Zusammenarbeit, kurzweilig ein paar Gewinnspiele mit Electronic Arts.
sehr super Leute. Und dann eine Einladung und dann kam gar nichts mehr plötzlich, weil wir der Einladung irgendwie nicht gefolgt sind, obwohl gesagt, ja, ist doch voll möglich. Und ich sagte, nein, wir haben keine Zeit. Wir sind nur zwei Mann und wir sind halt beide nicht, wir machen das nur hobbytechnisch. Und dann, okay, dann kam nichts mehr von Electronic Arts und jetzt vor kurzem, nach der E3 jetzt wieder Zusammenarbeit. Verstehe das nicht. Auch mit ganz anderen Leuten jetzt wieder. So, ich hoffe, ist nicht mit in der Aufnahme drin. Gut. So, ich laufe gerade so rum. Was brauche ich denn noch? Ich bin gerade so schön am ich kann bauen, aber der baut nicht. Hä? Noch zwei Wände, komm. So, was brauche ich denn dafür noch? Ah, ich finde es gerade echt geil, dass es... Ja, gleich brauche ich wieder Sedge. Dass es momentan nur an Wut liegt. Ach, ich habe nicht mal mehr Wut. Cool. Ich habe beides nicht mehr. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich gerade eine Aufnahmepause mache hier nach. Oh, es beginnt der Nebel. Ist übrigens auch neu in der... Vor ein paar Folgen, wo ich hier nichts gemacht hatte und nur rumgestanden habe über Nacht, kam auch ein Nebel auf, der ist, wobei das jetzt eher aussieht wie Waldbrand. Das hat, glaube ich, auch schon mal der Herr Gronkh erwähnt im Let's Play, als er das mal gemacht hatte, dass das auch aussieht wie ein Waldbrand, nicht wie Nebel. Eher so wie Dunst. Ich weiß nicht, ob das so früher war. Ich habe keine Ahnung, ob das authentisch ist oder nicht. Auf jeden Fall wirkt es sehr seltsam. Also es sieht jetzt nicht wirklich so aus wie... Warte mal, kann ich das? Ah, Mist, kann ich nicht, ne? Ich muss mal was testen. Wenn ich das unten abreiß, was passiert dann? Wird das oben mit abgerissen? Ja, wird mit abgerissen. Scheiße. Okay, war ein Versuch wert. Jetzt habe ich kein Material mehr für eine. Das ist doch bescheuert. Ich habe zwei Dinger und jetzt habe ich nicht mehr genug Material für eine. Nee, habe ich echt nicht. Das ist doch Mobbing. Das ist Mobbing. Hast du noch Holz für mich? Hast du zufällig noch Holz für mich? Nee, hast du nicht. Ah, du hast noch Setch, das ist gut. Ja. Was sagt man da? Wow, ist das gerade nebelig. Scheiße. Jetzt habe ich... Naja, gut. Sagen wir es mal so, ich muss das eh mal testen. In dem Sinne, weiß ich jetzt mehr. Das hätte nämlich ermöglicht, dass man hier unten freilässt und oben einfach was zubaut. Wäre cool gewesen, aber außer Spesen nichts gewesen. Jetzt hätte ich ja noch nicht mal eine Wand machen können. Naja, gut. Fahren wir ihn mal rein. So, hallo. So, komm mal hier rein, Freund. Extreme Disco Banging, falls man das da hinten im Video jetzt sehen sollte. So, ach, verdammt. Weep, weep, weep. So. So, jetzt rein hier mit dir. So. Wupp, 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 wupp. So, wow. Nicht durch den Boden fallen, bitte. So. Absteigen. Ich glaube, ich muss nochmal aufsteigen. Schön, dass wir nur rechts absteigen können. Jetzt muss ich mal rumrangieren. Okay, machen wir es so. So, dann können wir nämlich hier noch das Ganze erweitern mit der Zeit. Würde ich nämlich gern... Ich merke schon, das ist keine gute Idee, den hier drin zu haben. Und die Wand ist einfach zu klein. So, lauf mal bitte da rum. So, genau. So, noch ein bisschen rechts herum. Und bitte nicht durch den Boden. Nicht durch den Boden, bitte. Danke. Ach, und er stolpert trotzdem durch den Boden. Das ist doch nicht wahr. So, weil ich will heute nicht so lange aufbleiben, weil wir haben... Heute muss die Folge raus und wir haben 1.15 Uhr. Und ich habe angefangen um, ich glaube, 9. 21 Uhr. So, jetzt steige ich mal hier ab. So, jetzt ist er hier drin, so halbwegs. So, ich hoffe, ihm geht's gut. So, da juckt's mich und zuckt's mich in meinen Gliedmaßen. Ich glaube, hier müssen wir noch eine Wand erweitern. Da sind ja noch die Kisten, da müsste ich nach hinten erweitern. Sollte aber auch kein Problem sein jetzt mit dem Holz. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich muss gerade gucken. 15 Minuten. Ich weiß noch nicht, wie ich schneiden werde. Ich werde das aber schon irgendwie machen. Eventuell wird die Folge heute leider ein bisschen sehr kurz. Falls ja, werde ich das hoffentlich noch besser schneiden können. Ansonsten bedanke ich mich auch bei diesem blöden Nebel und vielen verlorenen Tierchen und
Alter! Ich muss dir mal so eine... Hier muss man noch so eine Wand zwischen machen, damit man der sich nicht drehen kann. Dann ist ätzend grad. Stört. Na, guckst du durch die Wand, wa? Ich sehe dich. Okay, das ist ein bisschen creepy. Bisschen sehr. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesitzung wieder, die hier nachfolgt. Und in der nächsten Folge hoffentlich sehen wir uns auch wieder. Und in diesem Sinne, ciao. Who let the dogs out? Who? Who let the dogs out? Who? Okay, passt nicht.